Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk und bitte als Erstes Herrn Abg. Frömmrich um Berichterstattung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung: Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltung von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-3815 in zweiter Lesung anzunehmen. Danke, Herr Frömmrich. Hierzu rufe ich auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD. Drucksache 19-3858 und eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes hat Herr Siebel für die SPD-Fraktion das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befassen heute in zweiter Lesung eines der für die Rundfunklandschaft unseres Landes wichtigen Gesetzes. Und wir tun das als Hessischer Landtag in dem gebotenen Respekt vor der Rundfunkfreiheit in unserem Land. Deshalb erlaube ich mir einen kleinen Diskurs in die Geschichte des HR-Gesetzes. Bereits am 2. Oktober 1948 verabschiedete der Hessische Landtag das erste HR-Gesetz. Darin hieß es in § 1, der Hessische Rundfunk wird hiermit als eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt errichtet. Er hat das Recht der Selbstverwaltung und unterliegt nicht der Staatsaufsicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir wichtig, gerade in dieser Beratung an diese historischen Wurzeln zu erinnern. Die Freiheit von Staatsaufsicht und von staatlichem Einfluss war den demokratischen Kräften in diesem Land immer wichtig und ist auch Ursache dafür, dass wir heute diese Novelle durchführen und beraten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht selbstverständlich, dass ein Land mit der Rundfunkfreiheit so umgeht. Ich erinnere beispielsweise an Länder wie Italien, in denen Politiker völlig unverhohlen Medienmacht ausüben. Das Beispiel von Herrn Berlusconi, der in Italien als Medienunternehmer und langjähriger Ministerpräsident systematisch Einfluss auf die Medienlandschaft Italiens genommen hat, zeigt dies in erschreckender Form. Für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten ist wegen des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Staatsferne des Rundfunks lediglich eine eingeschränkte Rechtsaufsicht zulässig. Das ist eine Besonderheit. Ich darf diese zweite Lesung auch nutzen, um noch einmal daran zu erinnern, was eigentlich die Ursache dafür gewesen ist, wieso wir dahin gekommen sind. Die berühmte Causa Brenda im Jahre 2009 führte zu einer öffentlichen Diskussion darüber, wie und wie stark politische Parteien, in dem Fall im ZDF-Verwaltungsrat, Einfluss auf das ZDF ausüben oder es zumindest versuchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war der ehemalige hessische Ministerpräsident, der im Zusammenhang mit der Causa Brenda tatsächlich Einfluss genommen hat auf die Besetzung der Chefredakteurs im ZDF. Und genau dieses war der Punkt, warum dann ein Normenkontrollverfahren auch eingeleitet worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dem Urteil vom 25. März 2014 entschied das Gericht, der Anteil der staatlichen und staatsnahen Mitglieder darf insgesamt ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht übersteigen. Das war von den Grundsätzen her kein Problem im HR-Gesetz. Gleichwohl haben wir vor diesem Hintergrund und haben die Regierungsfraktionen jetzt diese Novelle angestoßen. Das war erneut höchstrichterlich klargestellt, und dass die Staatsferne dort, wo sie in Zweifel gezogen werden könnte, unmissverständlich herzustellen ist. In einem langen Prozess wurde das ZDF-Gesetz dann geändert und in dessen Folge auch die Rundfunkgesetze der Länder, so auch bei uns beim Hessischen Rundfunk. Andere Länder haben sich für eine sehr ausführliche, sage ich mal, Novelle entschieden. Unser gemeinsames Anliegen war es, die historischen Grundzüge unseres HR-Gesetzes zu erhalten, das Notwendige zu veranlassen und das Überflüssige zu unterlassen.
Wir finden, dass dies auch in dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen leidlich gut gelungen ist. Leidlich gut nur deshalb, weil wir zwar der Auffassung sind, dass zum jetzigen Verfahrensstand die gefundene Lösung der Einbeziehung einer muslimischen Glaubensgemeinschaft ein durchaus gangbarer Weg ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wäre besser gewesen, wenn die Landesregierung bereits vor einem Jahr einen Prozess eingeleitet hätte, der als Zielgröße die Arbeit im Hessischen Rundfunk gehabt hätte und nicht jetzt die notwendigerweise Hilfszielgröße der muslimischen Glaubensgemeinschaft für sich übernommen hat. Aber die Regierungsfraktionen waren dann wenigstens so einsichtig und haben den ersten Vorschlag, die Besetzung der muslimischen Glaubensgemeinschaften über eine Verordnung der Regierung zu regeln, zurückgenommen. Dies wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren, alles andere als staatsfern gewesen. Insofern wundert es mich, wie man darauf gekommen ist. Aber das ist nicht mein Problem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben deshalb Ihrem Änderungsantrag im Hauptausschuss auch zugestimmt. An zwei Punkten sehen wir allerdings noch erheblichen Korrekturbedarf. Unserer Ansicht nach muss ein modern aufgestellter Rundfunkrat besser als bisher, das vorgesehen ist, a, die gesellschaftliche Breite und b, die gesellschaftliche Realität abbilden. Deshalb schlagen wir in unserem Änderungsantrag vor, künftig den Landesbehindertenbeirat und den Landesverband der Lesben und Schwulen im Land Hessen in den Rundfunkrat Sitz und Stimme zu geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Landesbehindertenbeirat vertritt die Interessen in der Tat von 10.000 behinderter Menschen in unserem Land. Seine Expertise gerade im Bereich der Barrierefreiheit auch im Medienangebot würde für den Rundfunkrat eine erhebliche Bereicherung bedeuten. Die Aufnahme des Lesben- und Schwulenverbandes folgt dem Anspruch, die relevanten gesellschaftlichen Gruppen besser abzubilden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, dass diese Vorschläge insbesondere bei Bündnis 90 die Grünen, aber auch bei der CDU viel Widerhall gefunden haben und durchaus auch respektabel diskutiert worden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU und von Bündnis 90 die Grünen, ich appelliere an Sie, an die Regierungsfraktionen, dass, wie Sie dies im Übrigen an anderer Stelle in dem Gesetzgebungsverfahren ja auch getan haben, Vernunft und politische Rationalität vor Koalitionsräson und das Festhalten an Ihrem Koalitionsvertrag zu ersetzen. Eine Erweiterung um zwei Sitze ist eine moderate Vergrößerung des Rundfunkrates, aber eine aus unserer Sicht zulässige und hauptsächlich vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Realität auch richtige. Außerdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, schlägt die SPD vor, den zurzeit völlig untauglichen Vorschlag von Schwarz-Grün zur Repräsentanz von Frauen im Rundfunkrat durch eine wirksame Regelung zu ersetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ringen seit vielen, vielen Jahren nicht nur beim Hessischen Rundfunk, sondern auch bei der Landesanstalt für privaten Rundfunk darum, zu einer geschlechterparitätischen Besetzung zu kommen. Und das meine ich mit Abbildung der gesellschaftlichen Realität. Die von Schwarz-Grün vorgeschlagene Regelung zur Geschlechterparität ist ein Modell, ich nenne es einmal Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir werden da vielleicht in 15, 20 Jahren zu einer Parität kommen. Und ich finde, dass in der Anhörung hinreichend deutlich geworden ist, dass auch diejenigen, die uns Rat geben in der Anhörung, dass die auch tatsächlich gesagt haben, Leute, macht es ein bisschen schneller. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir es ernst meinen, sind hier schnellere und konsequentere Maßnahmen notwendig, die von uns jetzt vorgeschlagen worden sind und die, wie wir es auch rechtsförmlich haben prüfen lassen, rechtlich und verfassungsmäßig machbar sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit wird eine tatsächliche und schnellere paritätische Besetzung des Rundfunkrates und übrigens auch für unsere Regelung des Verwaltungsrates möglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich
freue mich darüber, dass die Regierungsfraktionen mit ihrem Änderungsantrag die Einsicht erwiesen haben, dass tatsächlich die Staatsferne hergestellt wird. Ich freue mich übrigens auch darüber, dass Sie zahlreichen Anregungen aus dem Kreis der Anzuhörenden gefolgt sind. Ich sage es noch einmal, ich weiß, dass in Ihren eigenen Reihen auch diese Vorschläge diskutiert werden. Wir werden dem Gesetzentwurf nicht zustimmen, wenn nicht in den weiteren Beratungen ein substanzielles Zugehen auf unsere, wie wir finden, vernünftigen Vorschläge dann auch passiert. Herzlichen Dank. Danke, Herr Siebel. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Wolff das Wort. Das ist immer noch Herr Präsident. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 31.08. hatten wir die Anhörung zum HR-Gesetz, so wie es uns vorliegt. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen Änderungsantrag, nämlich den der FDP, der damit auch gleich eingehen konnte in die Anhörung. Er ist allerdings nahezu einhellig dort abgelehnt worden, und zwar aus unserer Sicht auch aus guten Gründen. Denn er führte schon mit dem Prinzip der Staatsferne in eine mögliche Kollision, insofern als wir auch ein Gesetz machen, nicht nur für den derzeitigen Landtag, sondern auch für zukünftige Optionen. Und unserer Auffassung nach stößt er sich auch mit der Verhältnismäßigkeit, mit dem Verhältnis Wahlrecht und damit auch der Relation der Gruppen hier im Landtag. Deswegen ist dieser Antrag auch zu Recht im Hauptausschuss abgelehnt worden. Die SPD-Fraktion hat am letzten Freitag, also immerhin mal gut 5 Wochen nach der Anhörung, einen, wie wir finden, sehr überschaubaren Antrag eingereicht, der zum einen in der Gleichstellungsfrage nach meiner Überzeugung in keiner Weise mehr Gleichberechtigung, mehr Gleichstellung garantiert als der derzeitige Gesetzentwurf, der sich einer Entscheidung des Saarländischen Rundfunkgesetzes auch nachgebildet hat. Und, meine Damen und Herren, den Verweis kann ich mir auch ohne aus Protokoll oder Geheimnisse zu verraten nicht verkneifen. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie hätten die Chance gehabt, eine Entscheidung, bei der eine Frau zur Auswahl stand, im Blick auf den Verwaltungsrat zu treffen und damit auch den Verwaltungsrat entsprechend besetzen zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Chance hatten Sie, und diese Chance haben Sie vergeben. Zum Zweiten sucht die SPD ihr Heil in einer weiteren Ausweitung des Rundfunkrates. Auch dazu ist in der Anhörung das ein oder andere gesagt worden. Ich glaube, dass dieses sich auch im Wesentlichen daraus speist, erstens einmal sich Gruppierungen anzunähern mit einem kleinen Goodie, was man ihnen geben mag, und zum anderen auch ein bisschen gegen die Koalitionspartner, die dieses Gesetz haben, zu sticheln. Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen haben aufmerksam bei der Anhörung zugehört und haben auch entsprechende Anregungen aufgenommen. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht feststellen, dass die Grundlinie des HR-Gesetzes durchaus auf Zustimmung gestoßen ist. Und dort, wo wir etwas zu ändern hatten, haben wir uns zusammengesetzt und haben mit dem Antrag, der im Hauptausschuss so auch beschlossen worden ist, die Dinge auch gerade gerichtet. Und wenn der Kollege Siebel jetzt gerade in seiner Rede gesagt hat, es sei leidlich gut gelungen, dann ist das in aller Regel in der Oppositionsarithmetik ein hohes Lob. Damit sind wir zufrieden. Meine Damen und Herren, die Anforderungen an die Mitgliedschaft im Rundfunkrat, die mussten noch einmal in den Blick genommen werden. Zum einen denke ich, und so ist es auch verankert worden in dem Änderungsantrag, dass erwartet werden kann, dass ein Mitglied des Rundfunkrates wie auch des Verwaltungsrates sich in seiner Bindung an die Grundprinzipien des Grundgesetzes bewegt. Und dazu gehört insbesondere eben auch die Achtung vor der Presse- und Meinungsfreiheit. Meine Damen und Herren, wer einen Sitz anstrebt, um eine bestimmte Berichterstattung oder Kommentierung
in Zukunft verhindern zu können, der liegt falsch, und er hat kein Recht darauf, mit diesem Grundprinzip in den Rundfunkrat oder Verwaltungsrat einzusteigen. Meine Damen und Herren, entsendet werden alle Mitglieder von gesellschaftlichen Gruppierungen, aber sie sind nicht abhängig von dieser Gruppierung. Auch das ist noch einmal geschärft worden. Wir erfüllen als in der Aufgabe als Rundfunkrats- oder Verwaltungsratsmitglieder, sofern wir dort drin sind, nicht Interessen der Gruppierung, sondern es werden dort die gesetzlichen Aufgaben des Hessischen Rundfunks und der Aufgabe als Landesrundfunkanstalt im Lande Hessen erfüllt. Meine Damen und Herren, die Mitglieder des Verwaltungsrats wie auch des Rundfunkrates als Mitglieder einer Landesrundfunkanstalt in Hessen, das ist der dritte Punkt, sollen auch ihren Wohnsitz, ihren dauerhaften Aufenthaltsort im Lande Hessen haben. Eine weitere kleine Änderung, die wir vorgenommen haben. Gar nicht trivial war die Änderung und die Behandlung des Punktes, wie kommen wir in angemessener Weise zur Vertretung einer muslimischen Glaubensgemeinschaft, ohne dass wir zu sehr staatlichen Einfluss ausüben, aber vor dem Hintergrund und in Kenntnis der Tatsache, dass es eine enorme organisatorische Vielfalt im Bereich der Muslime gibt, mit einem gleichzeitig geringen Bindungsgrad. Und daraus haben wir uns dann entschieden, die Anknüpfung zu suchen am Beispiel des muslimischen Religionsunterrichts und diese drei Gruppierungen zu benennen und sie zu verpflichten, zu einer Einigung zu kommen mit dem Notfallausweg, falls dieses nicht erfolgt, was natürlich hochgradig wünschenswert wäre, dann auch zu einem Losentscheid zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, insoweit wird der Gesetzentwurf mit den jetzt erfolgten Änderungen den Grundprinzipien Transparenz, Staatsferne, Gleichstellung und auch dem Einsatz gegen die Versteinerung gerecht. Ich denke, das ist ein guter Grund dafür, dass wir heute in zweiter Lesung und da dieses offensichtlich auch beabsichtigt hat, am Donnerstag auch in dritter Lesung dieses Gesetz zu einem Gesetz erheben werden. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der schon etwas zurückliegende Anlass, warum wir die Änderung des HR-Gesetzes beraten, war ja, dass zu diesen Zeiten Kochshow im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch einen ganz anderen Ruf hatte und deswegen ein höchstrichterliches Urteil mehr Staatsferne fordert. Auch ich bin ganz klar der Einschätzung, dass diese Staatsferne rein formal mit diesen Änderungen erfüllt ist, habe aber, ähnlich wie mein Vorredner von der SPD, doch einige Nachfragen, was die Zusammensetzung des Rundfunkrates und auch des Verwaltungsrates dann natürlich, also der Gremien des HR betrifft, weil ein Blick in andere Länder, in andere Gesetze, die den Rundfunk regeln, zeigt, dass Hessen dadurch, was die Abbildung der Bandbreite von Gesellschaft betrifft, arg kurz springt. Wir haben jetzt, und ich kann mit der Lösung, Frau Wolff, auch sehr gut leben, dass notfalls ein Los gezogen wird zwischen Mitgliedern, die sich nicht einigen können, wer denn entsendet wird. Ich habe aber nach wie vor ein Fragezeichen, wer ein Los in den Topf werfen darf und wer nicht. Weil Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine große organisatorische Vielfalt gibt, und jetzt werden drei ausgewählt. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass alle, zumindest in relevanter Anzahl hier in Deutschland lebenden großen Weltreligionen, im Rundfunkrat vertreten sind. Aber was ist denn z.B. mit den Alevitinnen und Aleviten? Und was ist mit den Menschen, die keiner Religion angehören, also Agnostiker? In anderen Ländern ist z.B. die Humanistische Union im Rundfunkrat vertreten. Was ist denn mit Organisationen des Natur- und Umweltschutzes, des Verbraucherschutzes? Was ist mit der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion?
Was ist mit der Seniorenvertretung? Was ist mit Lesben und Schwulen? All das sind Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, Interessensverbände, die wir in anderen Ländern im Rundfunkrat haben. In Hessen soll das zukünftig nicht, auch wieder nicht der Fall sein. Der Änderungsantrag der SPD bereinigt dieses Problem in einigen Punkten. Deswegen werden wir dem auch durchaus zustimmen können. Und er versucht einen anderen Ansatz in dem noch viel größeren Problem, das wir mit diesem Änderungsgesetz haben, nämlich der strukturellen Benachteiligung von Frauen, die dazu führt, dass wir auch fürderhin keinen paritätisch, geschlechterparitätisch besetzten Rundfunkrat haben werden. Frau Wolff, Sie wissen doch selber, das, was Sie jetzt hier wir heute in zweiter Lesung beraten, was Sie in den Gesetzentwurf geschrieben haben, ist bestenfalls ein Appell an die entsendenden Organisationen, Geschlechterparität herzustellen. Und Sie haben gerade selber hier am Beispiel der SPD gezeigt, dass dieser Appell im Zweifelsfall nichts fruchtet. Wir sind aber als Gesetzgeber dazu verpflichtet, eine strukturelle Benachteiligung dort aufzuheben. Von daher springt dieser Gesetzentwurf, was Geschlechterparität anbelangt, hoffnungslos zu kurz. Ein Gutachter hat in der Anhörung doch einen guten Vorschlag gemacht, der übrigens auch ein Losverfahren beinhaltet, nämlich jede Organisation, die entsendet, dazu zu verpflichten, beide Geschlechter zu benennen, Klammer auf, vielleicht mit Ausnahme des Landesfrauenrats, Klammer zu, und dann das Los entscheiden zu lassen, wer von den beiden in den Rundfunkrat kommt. Das wäre eine Methode, mit der wir Parität erreichen können, mit Ihrem Gesetzentwurf leider nicht. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Rentsch für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Vertrauen in die Regierung hat Grenzen. Die habe ich gerade. Ging schon sehr weit heute, die Freundlichkeit. Lieber Kollege Grüttner, es ist ein Foto aus alten Zeiten vom Kollegen Al-Wazir und mir. Wir gehören ja dem Parlament, also Tarek noch länger, Kollege Al-Wazir noch länger. Insofern, wir haben uns einmal erkundigt, wie wir heute aussehen und wie wir damals aussahen. Es ist erschreckend, was man feststellt. Liegt aber auch daran, dass der Kollege Grüttner auf dem Foto nicht auftaucht. Also auch da gibt es sicherlich Veränderungen. Meine Damen und Herren, heute zum Abend und zum Abschluss der Landtagssitzung Debatte über das Rundfunkgesetz und den Änderungsantrag von CDU und GRÜNEN. Ja, und Frau Kollegin Wolff, ich bin traurig, dass Sie sich ein bisschen in dem Bereich bewegen, wie ich es mir schon gedacht habe. Also die Überraschungstaktik heute Abend der Regierung und der Regierungsfraktion ist überschaubar. Ich hoffe, die deutsche Nationalmannschaft spielt nachher überraschender, wenn sie gegen den Gegner antritt. Ja, weil man natürlich schon erwartet hätte, dass die Diskussion weitergeht. Und jetzt will ich vielleicht noch einmal ein bisschen retroperspektiv sagen. Wir haben ja unseren Gesetzentwurf, die Mitglieder der Landtagsfraktionen quasi jeweils ein Fraktionsmitglied zu entsenden in den Rundfunkrat deshalb gestellt, erstens, weil das schon einmal Gesetzeslage war und, wenn ich mich recht erinnere, bis Anfang der 2000er Jahre war das die Situation. Das ist dann geändert worden, ob das richtig war. Es war immer ein 50 Jahre Standard. Und der zweite Punkt ist, und das ist übrigens der Hauptpunkt, um den es heute Abend hier geht, die Frage, wer legitimiert Verbände, die im Rundfunkrat sitzen? Und all das, was Sie versuchen, und deswegen kann ich die Kritik, die ja immer wieder durchdrang, auch zum großen Teil teilen, allein der Antrag zur Frauenquote, meine Damen und Herren, zeigt, welche Verrenkungen man unternehmen muss, um ein begründbares Verfahren zu haben, wie sich diese Quoten errechnen. Und das, glaube ich, sollte uns zum Nachdenken anregen. Und deshalb sage ich mal im Ergebnis dessen, was wir hier heute diskutieren, wir sind der Auffassung, dass man erstens, wenn man den Rundfunkrat besetzt, legitimierte Strukturen braucht. Und jetzt sage ich mal ein bisschen selbstbewusster, dürfen wir als Fraktion in diesem Hause umgehen mit uns selber, weil wir sind direkt gewählt vom Wähler und legitimiert. Das ist ein Unterschied zu dem, was viele Verbände für sich in Anspruch nehmen. Und zum Zweiten, wir aus diesem Grunde auch der Auffassung sind, auch wenn die Kritik
in die Zukunft gerichtet. Da könnten damals 7 oder 8 Fraktionen sitzen. Meine Damen und Herren, das ist eine Frage der Händelbarkeit der Größe. Es ist keine Frage der Staatsferne, weil das Parlament, Frau Kollegin Wolff, in der Frage der Differenzierung zwischen staatlichen Institutionen und parlamentarischen Institutionen zu differenzieren ist. Und da sollten wir uns, glaube ich, einig sein. So viel Selbstbewusstsein und so viel Rechtskenntnis sollte der Hessische Landtag an dieser Stelle haben. Zu den einzelnen Punkten, die die Koalition jetzt noch eingebracht hat. Ich sage erst einmal, ich finde es gut, dass Sie eine Anhörung auch nutzen, um dann zu sagen, das wollen wir vielleicht verändern. Trotzdem bleibt es dabei wie beim Fußball. Wir hätten gedacht, es wäre überraschender, oder die Hoffnung war jedenfalls da. Denn eins ist klar, Sie haben ein bisschen den Eindruck vermittelt, Sie wollen hier mehr den Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN umsetzen, als eine höchstmögliche Repräsentanz von wichtigen Institutionen in Hessen in diesem Rundfunkrat zu etablieren. Und jetzt frage ich schon einmal, was war denn Ihnen so wichtig? War es die Staatsferne oder war das, was der Kollege Frömmrich mit seiner Macht in den Koalitionsvertrag verhandelt hatte? Ich glaube, das ist doch eher Zweiteres gewesen. Und deshalb an dieser Stelle kann ich sagen, es ist ja erstaunlich, dass all diejenigen wieder auftauchen, die jedenfalls größtenteils im Koalitionsvertrag standen. Ob das jetzt ein besonderer Qualitätsanspruch ist, weil die GRÜNEN, die dort reinverhandelt haben, das will ich gar nicht sagen. Ich finde, dass viele Institutionen die Berechtigung hätten, von Ihren Anliegen, dass Ihre Aspekte bei der Frage der Rundfunk- und Berichterstattung Berücksichtigung finden. Ich sage aber auch, die Frage, wo wir ein Ende finden, das ist eigentlich die zentrale Frage, und wie sie legitimiert ist, ist die andere zentrale Frage. Und deshalb bleibt es für die FDP dabei, dass wir eine weitere Ausweitung nicht sehen. Und das sage ich auch zu den Kollegen der Sozialdemokraten, die ein bisschen versuchen, heute Abend mit ihrem Antrag die GRÜNEN in eine schwierige Situation zu bringen. Das ist legitim. Aber jetzt kennt die SPD doch auch die GRÜNEN die letzten 2,5 Jahre. Also davon lassen sich die GRÜNEN, weiß Gott, nicht beeindrucken, was sie mal erzählt haben und im Wahlprogramm stehen haben, dass das heute nichts mehr geht, meine Damen und Herren. Also bei aller Liebe, das müssten Sie mittlerweile doch wissen, dass das nichts mehr zählt. Kollege Frömmrich ist so flexibel und biegungsfähig, wie ich ihn schätze. Das ist er. Ich erlebe ihn ja im Hauptausschuss. Also insofern, an der Stelle werden Sie die GRÜNEN, an der Stelle werden Sie die GRÜNEN nicht erwischen. So schnell wie wendig wie die GRÜNEN sind, sind Sie beileibe nicht, Herr Kollege Rudolph, auch wenn ich mir das wünschen würde. Deshalb, ja, das dürfen Sie mir übel nehmen, aber ich habe ja auf einer Delegationsreise von Ihnen schon viele Lebensweisheiten auch übernommen. Deshalb seien Sie sicher, ich berücksichtige auch Ihre nordhessische Schlauheit, die Sie immer wieder hier in das Parlament hineintragen. Zu einem wichtigen Punkt, der uns, und jetzt ist es fast wieder schwierig, die Kurve zu kriegen, zu einem wichtigen Punkt möchte ich jetzt kommen, das ist die Aufnahme von Vertretern der islamischen Religionsgemeinschaften. Ich will offen sagen, dass das ja ein in der Vergangenheit, gerade aufgrund der aktuellen Diskussion, nicht unproblematischer Punkt ist. Und ich mir sehr sicher bin, ohne dabei gewesen zu sein, dass dieser Punkt seitens der Unionsfraktion massiv diskutiert worden ist. Die Situation, dass wir keine geordnete Struktur bei den muslimischen Verbänden haben, die kennen wir aus unserer Zeit, die haben wir damals gemeinsam beraten. Das ist beim Thema muslimischer Religionsunterricht ja ein Thema. Aber Fakt ist nun einmal, dass das, was jetzt passiert, dazu führen wird, dass gerade DITIB, die in einer aktuellen Situation stehen, wo wir doch nicht sagen können, dass das, was in den letzten 1,5 bis 2 Jahren passiert ist, von uns keine Berücksichtigung findet, wahrscheinlich demnächst im Rundfunkrat eine wichtige Stimme erheben wird können. Und ich will offen sagen, das ist nicht unproblematisch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, und das hoffe ich jedenfalls nicht, dass die in der nächsten Zeit, wenn es einen Kabarettisten gibt, der möglicherweise ein Gedicht macht, dass sozusagen es eine direkte Kommunikationslinie zwischen der Regierung in Ankara und dem Rundfunkrat des HR geben wird. So weit sollte man nicht gehen. Aber dass natürlich DITIB ein umstrittener Verband ist und die Regelung, die Sie gefunden haben, zwar entliehen ist aus einem anderen Gesetz, aber sie trotzdem nicht dazu führt, dass wir bei dieser Frage zu einer sehr verlässlichen Struktur kommen, meine Damen und Herren, das müssen Sie verstehen, dass wir das kritisieren. Und ich glaube auch, wir sind nicht die Einzigen, die das mehr als kritisch sehen, DITIB in eine solche Rolle zu bringen. Und deshalb hätten wir uns gefreut, wenn das nicht passiert wäre, wenn es hier eine andere Idee gegeben hätte. Aber das war nicht der Fall. Und deshalb will ich mal abschließend für uns sagen, wir halten es grundsätzlich nicht für sinnvoll, den Rundfunkrat mit Dutzenden von Institutionen zu erweitern, weil wir kein Argument haben werden gemeinsam.
es der einen Institution zuzulassen, die möglicherweise im Koalitionsvertrag steht, aber der anderen entgegenzutreten und zu sagen, ihr kommt nicht in den Rundfunkrat, weil ihr keine legitime, wichtige Gruppe in Hessen vertreten würdet. Und deshalb, ich habe gerade dieses Schreiben bekommen vom Landkreistag, wo der geschätzte Kollege Pieper noch einmal wirbt um einen Platz im Rundfunkrat für den Landkreistag. Was wollen wir denn dem Kollegen Pieper und den anderen Institutionen sagen? Sind die Kommunalen auf der Ebene keine, sind die Landkreise nicht ein wichtiger Ort des Lebens in unserem Land, die es auch verdient hätten, in diesem Rundfunkrat zu sitzen? Und das, meine Problem ist, meine Damen und Herren, ist ein Teil des Problems Ihrer Argumentation. Man wird mit dieser Argumentation kein Ende finden. Weil, wie gesagt, die einzige Legitimation eben ist, dass man im Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN steht. Das ist meines Erachtens deutlich zu wenig, um wirklich ein gutes Argument zu haben, warum es so geregelt worden ist. Deshalb kann ich auch für uns sagen, wir werden jetzt muss natürlich die dritte Lesung stattfinden mit dem Änderungsantrag der Sozialdemokraten. Wir werden uns bei dem SPD-Antrag enthalten. Es sind Gruppen, die die SPD anspricht, die wir definitiv sehen. Aber ich sage auch, dass wir einer Erweiterung dort ähnlich wie in der Argumentation, was die Regierungsfraktionen angeht, nicht zustimmen können. Und zu den Regierungsfraktionen. Ich will das ausdrücklich loben in der Art und Weise, auch wie wir das beraten haben. Ich muss das einmal über die Grenzen der Fraktionen hinweg sagen. Das war ein sehr sauberes, ordentliches Verfahren. Wir streiten hier um eine inhaltliche Frage. Aber trotzdem, meine Damen und Herren, hat leider das, was wir Wir streiten immer um inhaltliche Fragen, Herr Kollege Wintermeyer, aber manchmal vermischt sich das noch mit persönlichen Aspekten. Und insofern würde ich sagen, war das diesmal eine außerordentlich sachliche Debatte. Und das sollte man loben. Im Jahre 2016 ist es genauso wenig normal wie auf dem Foto 2003, dass nur sachlich diskutiert wird. Also, das war eine sachliche Debatte. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass möglicherweise zwischen zweiter und dritter Lesung, zwischen heute und Donnerstag, noch einiges passiert in dieser Frage. Kollege Frömmrich wird mit Sicherheit mit vielen Vorurteilen jetzt aufräumen können. Ich kenne ihn, er ist flexibel genug, auch das heute so zu machen. Meine Zustimmung hätte er, wenn er heute sagen würde, die Regierungsfraktionen bleiben nicht bei dem ursprünglichen Entwurf. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will den Ball des Kollegen Rentsch aufnehmen, was die Geschmeidigkeit angeht. Ich glaube, Herr Kollege Rentsch, da brauchen Sie, da sind Sie, glaube ich, kein guter Ratgeber, was die Geschmeidigkeit angeht. Und wie Sie gerade erzählt haben, gehen Sie ja zurzeit ganz fleißig in die Gymnastik. Da ist es mit der Geschmeidigkeit bei Ihnen wahrscheinlich besser. Zweiter Punkt. Sie haben einen Punkt aufgegriffen, der mit Sicherheit, den kann man unterschiedlich diskutieren, was die Frage der Repräsentanz von Frauen in den Gremien ist und den Vorschlag, den wir denn machen. Herr Kollege Rentsch, wenn das so ein wichtiger Punkt ist, den Sie hier ja an den Anfang Ihrer Rede gestellt haben, dann wundere ich mich, dass Sie einen Änderungsantrag gestellt haben, wo dieser Themenkomplex überhaupt gar nicht vorkommt. Sondern das Einzige, was Sie in diesem Änderungsantrag formuliert haben, ist Ihre eigene Repräsentanz in dem Gremium und nicht die Repräsentanz von Frauen. Und das wundert einen dann schon wirklich, das hier zu kritisieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Anhörung im Hauptausschuss jetzt die zweite Lesung zum Gesetzentwurf. Und warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Erstens, weil das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2014 vorliegt und weil wir uns als Koalition im Koalitionsvertrag darauf geeinigt haben, die Frage der Repräsentanz, was die Muslime und was den Jugendring angeht, neu zu gestalten und die Pluralität im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat mehr Raum einzuräumen, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die Vorschriften über die Aufsichtsgremien des ZDFs einen übermäßig großen staatlichen Einfluss auf das ZDF als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ermöglichten. Das Verfassungsgericht hat mit dem Urteil vom 25. März dem Gesetzgeber aufgegeben, verfassungsgemäße Regelungen zu treffen. Das Gericht hat insbesondere die Auswahl und die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien beanstandet und fordert, dass die Zusammensetzung der Gremien am Gebot der Vielfaltssicherung auszurichten ist. Das Verfassungsgericht gab dem Gesetzgeber auf, den Einfluss
der staatlichen und staatsnahen Mitglieder, Herr Kollege Rentsch, in den Aufsichtsgremien zu begrenzen. Ferner musste sichergestellt werden, dass Vertreter der Exekutive keinen bestimmten Einfluss auf die Auswahl der staatsfernen Mitglieder haben. Weiterhin urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass der Anteil der staatlichen und der staatsnahen Mitglieder insgesamt ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder der jeweiligen Gremien nicht übersteigen darf. Diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wurden inzwischen für das ZDF umgesetzt. Unsere Aufgabe war es also, diese Vorgaben jetzt auch im Gesetz für den Hessischen Rundfunk umzusetzen. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ein paar Schwerpunkte dieses Gesetzes ansprechen, bevor ich auch auf die Änderungen, die wir vorgeschlagen haben, eingehe. Die Begrenzung staatlicher und staatsnaher Mitglieder. Außer den entsandten Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und der gewählten Landtagsabgeordneten dürfen künftig keine Abgeordneten, Regierungsmitglieder, Kommissionsmitglieder, Wahlbeamte, Vertreter der kommunalen Spitzenverbände oder Parteivorstände dem Rundfunkrat angehören. Der Verwaltungsrat dürfen maximal 3 Personen aus dem genannten Personenkreis angehören. Es darf keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessenskollisionen von Gremienmitgliedern geben. Das ist der Punkt der Transparenz, der wichtig war. Eine sogenannte Versteinerung sollte vorgebeugt werden. Also, diejenigen, die in den Gremien drin sind, sollen da nicht über Ewigkeiten drin bleiben, also maximal 3 Amtszeiten, maximal 2 Amtszeiten im Verwaltungsrat zusammen, wenn man in den beiden Gremien war, jeweils angerechnet nur 3 Amtszeiten. Es werden Karenzzeiten für staatsnahe Personen von 18 Monaten eingerichtet, wenn sie in den Rundfunkrat oder in den Verwaltungsrat entsandt werden. Es werden Regelungen für mehr Transparenz geschaffen, was die Öffentlichkeit, die Veröffentlichung und der Sitzungsergebnisse, aber auch der Bezüge und der Nebeneinkünfte von Direktoren und Intendanten angeht. Die Frage der geschlechterparitätischen Besetzung von Rundfunkrat und Verwaltungsrat wird angegangen. Und ich finde, die Lösung, über die wir gefunden haben, kann man sicherlich unterschiedlicher Auffassung sein. Aber ich habe bisher hier noch keine Lösung gehört, die tragkräftiger und besser ist als das, was wir hier vorgelegt haben. Kollegin Wolff hat es gerade angesprochen. Im Saarland wird dieses Verfahren auch angewendet. Wir wollen mit der deutlichen Unterrepräsentanz von Frauen in diesen Gremien aufräumen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Auftrag, dem wir hier nachkommen. Aktuell 23 Männer, nur 7 Frauen im Rundfunkrat, 8 Männer, eine Frau im Verwaltungsrat. Das ist deutlich zu wenig, meine Damen und Herren, und da brauchen wir Änderungen. Ich denke, dass dieser Zustand beendet werden muss. Und wir sind zuversichtlich, dass die Änderungen im HR-Gesetz jetzt dazu führen werden, dass der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat künftig wesentlich weiblicher werden wird. Eines ist aber auch klar. Da setzen wir nicht nur auf gesetzliche Regelungen, sondern auch auf die Verbände, die in die Gremien entsenden. Hier müssen die Verbände bei der Besetzung der Mitglieder deutlich weiblicher werden. Derzeit entsenden nur 3 der 24 im Rundfunkrat vertretenen Verbände, Kirchen, Gewerkschaften eine Frau in den Rundfunkrat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist deutlich Luft nach oben, und die Luft wollen wir hier mit dem Gesetzentwurf auch schaffen. Der Landesfrauenrat im Übrigen, der auch in der Anhörung eine Stellungnahme abgegeben hat, hat diese Regelung ausdrücklich begrüßt. Ich zitiere: Die nun im Gesetzentwurf genannte angemessene Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von Gremien ist eine langjährige Forderung des Landesfrauenrates Hessen, der nun der Gesetzentwurf Rechnung trägt. Das wird ausdrücklich begrüßt. Zitat zu Ende. Also, doch eine gute Regelung, wenn der Landesfrauenrat uns dafür lobt, dass wir diese Regelung aufgenommen haben. Die nun im Gesetzentwurf genannte angemessene Berücksichtigung ist also, glaube ich, erreicht. Weiterhin haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass künftig auch der Hessische Jugendring und Vertreterinnen und Vertreter muslimischer Gemeinden im Rundfunkrat vertreten sein sollen. Ich möchte jetzt
noch kurz auf die vorgeschlagenen Änderungen eingehen, weil sie sich ja auch aus der Anhörung ergeben. Frau Kollegin Wolff hat es schon gesagt, wir haben dem Ganzen eigentlich eine Selbstverständlichkeit hervorgestellt, nämlich dass wir gesagt haben, dass die entsandt werden, natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen müssen und dass sie Presse- und Meinungsfreiheit in unserem Land akzeptieren und repräsentieren müssen. Wir sagen, dass diejenigen, die in den Rundfunkrat entsandt werden, Wohnsitz in Hessen haben sollen. Ist ja klar, für einen hessischen Rundfunk wollen wir Menschen in die Gremien entsenden, die hier auch leben. Und wir gehen auf die Kritik in der Anhörung ein bezüglich der Verordnung, die die Besetzung der muslimischen Glaubensgemeinschaften regeln sollte. Hier war insbesondere der Kritikpunkt, dass das mit der Staatsferne ein Problem wird, weil wir über die Möglichkeit, eine Verordnung zu schaffen, der Landesregierung die Möglichkeit geben, über eine Verordnung die Zusammensetzung des Rundfunkrates zu beeinflussen. Das war uns einsichtig, und deswegen haben wir in diesem Bereich eine Änderung vorgenommen. Wir schlagen jetzt vor, dass DITIB, Ahmadiyya und die alevitische Gemeinde künftig einen Sitz haben können. Sie müssen sich einigen, und wenn sie sich nicht einigen, schlagen wir ein Losverfahren vor. Das ist im Übrigen das Verfahren, was für das ZDF, für die Entsendung in das ZDF in Niedersachsen so Gesetz ist. Und von daher finde ich, auch diese Regelung ist praktikabel, meine Damen und Herren. Sie sehen, wir gehen die vom Bundesverfassungsgericht geforderten Änderungen in Bezug auf die Staatsferne ein. Wir treffen Regelungen im Bereich der Transparenz. Wir beteiligen Muslime und junge Menschen an den Gremien des Hessischen Rundfunks und treffen wichtige Regelungen, die die Repräsentanz von Frauen in den Gremien erhöht. Ich glaube, unter dem Strich legen wir Ihnen hier mit den Änderungen einen guten Gesetzentwurf vor, um dessen Zustimmung wir Sie bitten. Das Wort hat der Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst ein Hinweis an Herrn Siebel und Herrn Dr. Wilken. Wir ändern nicht das HR-Gesetz deswegen, weil zu viel Politik in den Rundfunkräten oder den Verwaltungsräten des Hessischen Rundfunks sind, weil Sie auf den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss hingewiesen haben. Der enthält insbesondere natürlich das Thema mehr Staatsferne. Damals, als Herr Beck sich wahrscheinlich nachher selbst ärgernd entschlossen hat, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, waren 44 der Fernsehratsmitglieder des ZDFs Politiker oder staatsnahe Personen gewesen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, Herr Siebel und Herr Dr. Wilken, dass die ersten Überlegungen gerade derer, die geklagt haben gegen die ganze Geschichte des ZDF, den ZDF-Fernsehvertrag, denn darüber nachgedacht haben, nicht etwa die Politiker zu reduzieren, anzahlmäßig, sondern darüber nachgedacht haben, die jeweiligen Fernsehräte entsprechend zu vergrößern, damit diejenigen, die schon drin sind, auch drin bleiben können. Also insofern würde ich nicht zu laut rufen, wenn es so ist, wie Sie das eben gerade dargestellt haben. Das ist nicht falsch. Ich war leider bei den ganzen langen Diskussionen dabei und kann Ihnen sicherlich auch die Protokolle zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, der Hessische Rundfunk hatte nie eine zu hohe Anzahl von staatsnahen Personen in seinen Strukturen gehabt, insbesondere nicht im Rundfunkrat oder Verwaltungsrat. Wir liegen etwa bei 23-24%, und das wird sich in Zukunft auch nicht verändern. Nein, wir haben die Gelegenheit genutzt, dieses HR-Gesetz zu verändern seitens der Koalitionsfraktionen, weil bestimmte Punkte wie die Versteinerung, wie natürlich auch geschlechterparitätische Besetzung und vor allen Dingen auch die Frage einer besonders guten Struktur der entsprechenden Gremien dargestellt werden muss. Ich denke, wir können zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als Ergebnis auch seitens der Landesregierung feststellen, dass dieser Entwurf die Vorgaben des ZDF-Beschlusses, also ZDF-Urteils, muss ich richtigerweise sagen, zur Staatsferne und zur Transparenz zutreffend umsetzt. Dementsprechend hält sich der aus der Anhörung resultierende Änderungsbedarf in Gestalt auch des Änderungsantrags der Regierungsfraktion, den wir sehr unterstützen, in Grenzen.
Lassen Sie mich nur kurz zwei Punkte dieses Änderungsantrags ansprechen, die ich in der Sache für wichtig halte. Erstens. Ich halte es für richtig, im Gesetz ausdrücklich klarzustellen, dass die Achtung der Werteentscheidung des Grundgesetzes Voraussetzung und Grundlage für die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat des HR sein muss. Diese Regelung soll also für jedes Mitglied der genannten Gremien gelten, insbesondere für die Gremien, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch kontrollieren und gegebenenfalls auch verwaltungstechnisch steuern sollen. Zweitens soll auch das Verfahren der Entsendung von Vertretern der muslimischen Glaubensgemeinschaften nach dem Ergebnis der Anhörung auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden, um keine Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass die wesentlichen Entscheidungen vom Gesetzgeber selbst getroffen werden. Das haben wir als Landesregierung auch entsprechend zu berücksichtigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir noch die eine oder andere Anmerkung zu dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der uns erst seit vergangener Woche – es wurde ja schon gesagt, dass es sehr kurzfristig gewesen ist – vorliegt. Zu der darin vorgeschlagenen weiteren Vergrößerung des Rundfunkrates ist zunächst allgemein anzumerken, dass der Gesetzgeber nach dem ZDF-Urteil einen weiten Gestaltungsspielraum hat, wenn es um die Zusammensetzung der Gremien geht. Maßgeblich ist hiernach die gewählte Zusammensetzung erkennbar auf Vielfaltssicherung anzulegen. Meine Damen und Herren, diese Anforderungen werden heute bereits erfüllt. Auch deshalb sieht der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen nach unserem Dafürhalten nur eine moderate Aufstockung des Rundfunkrates vor. Ich räume gerne ein, dass eine Vielzahl weiterer gesellschaftlicher Gruppen für eine Vertretung im Rundfunkrat in Betracht käme. Das Ziel, aber eine moderate Aufstockung, könnte hierbei dadurch nicht mehr erreicht werden. Auch um die Arbeitsfähigkeit des Rundfunkrates zu erhalten, sollte sich die Größe dieses Gremiums in einem bestimmten Rahmen halten. Der von der SPD außerdem vorgeschlagene Punkt der Regelung zur geschlechterparitätischen Besetzung des Rundfunkrates möchte ich zunächst einmal eine gewisse Kreativität nicht absprechen. Ob sie aber nicht zuletzt für das derzeit bei dem HR laufende Entsendeverfahren praktikabel wäre, möchte ich bezweifeln. Und wenn jemand es wirklich auch ernst meint, muss er es auch bezweifeln. Der Vorsitzende, meine Damen und Herren, des Rundfunkrates hat bis Ende Oktober um die Benennung für die Vertretung im Rundfunkrat gebeten. Die Amtszeit des neuen Rundfunkrates beginnt am 1. Januar nächsten Jahres. Bis zu diesem Termin könnte definitiv das von der SPD vorgeschlagene komplizierte zweistufige Verfahren nicht abgeschlossen werden. Und für den Verwaltungsrat, der 9 Mitglieder hat, müssen Sie mir erklären, wie Sie die Parität herstellen wollen, wenn Sie nicht eine der Positionen zweiteilen wollen. Insofern ist der Vorschlag der SPD-Fraktion weder für das laufende Entsendungsverfahren noch für zukünftige Verfahren praktikabel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein letztes, aber aktuelles. Wie Sie der Presse vielleicht entnommen haben, haben die Länder im Vorfeld der Beratung zur Beitragsanpassung die AG Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingerichtet. Gestern haben die Rundfunkanstalten hierzu eine erste Stellungnahme gegenüber den Ländern abgegeben. Die Stellungnahme zeigt, dass die Rundfunkanstalten die von den Ländern angestoßene Diskussion um die Strukturoptimierung konstruktiv begleiten wollen. Das Papier, soweit wir es schon durcharbeiten konnten, lässt erkennen, dass es den Rundfunkanstalten ebenso wie den Ländern nicht um kurzfristigen Aktionismus geht, sondern um nachhaltige Maßnahmen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk langfristig zukunftsfähig machen sollen. Die Länder stehen hierzu erst am Anfang der Diskussion mit den Rundfunkanstalten. Und unsere Landesregierung, die hessische, stellt sich in dieser Diskussion an die Seite des Hessischen Rundfunks und weiß, dass diese nicht gerade zu den finanzstärksten Anstalten innerhalb der ARD zählt. Wir haben uns in den medienpolitischen Beratungen der Länder bereits deutlich gegen eine Strukturdiskussion zur Zahl der Landesrundfunkanstalten ausgesprochen und werden dies auch in Zukunft als Hessische Landesregierung tun. Wir wissen, welche für das Land wichtige identitätsstiftende Bedeutung
der Hessische Rundfunk durch seine Berichterstattung in den Programmen und seinen Online-Programmen und Angeboten hat. Deshalb werden wir auch in Zukunft intensiv eine Diskussion zum Auftrag und zur Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks uns beteiligen. Denn wir sehen auch hierin einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des Hessischen Rundfunks, und das übrigens bei Erhalt größtmöglicher Beitragsstabilität. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Zur Geschäftsordnung hat das Wort Herr Abg. Rudolph. Herr Präsident, ich habe ja auch noch 5 Minuten Redezeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Staatsminister Wintermeyer, aber das mit der Staatsferne hören wir gern. Deswegen nehme ich mal an, hat die Landesregierung auch an der Erarbeitung des Gesetzentwurfs auch nicht mitgewirkt, um zu dokumentieren, dass man da völlig neutral ist. Aber im Ernst, es ist viel über die dritte Lesung dieses Gesetzentwurfs zur Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk geredet worden. Es ist nur noch nicht beantragt worden. Wir beantragen hiermit dritte Lesung. Meine Damen und Herren, es ist dritte Lesung beantragt. Dann wollen wir gemeinsam feststellen, dass die zweite Lesung durchgeführt ist, inklusive des Änderungsantrags der Fraktion der SPD. Und wir überweisen den Gesetzentwurf samt diesem Antrag zur Vorbereitung der dritten Lesung in den Hauptausschuss. Wer ist dafür? Dann bitte ich um das Handzeichen, ganz formell. Jetzt müsste Bewegung kommen. Ich darf abstimmen lassen. Wer ist dafür, dass wir so verfahren? Danke schön. Ja. Wer ist dagegen? Stimmenthaltung, einstimmige Beschlusslage. Man kann zweierlei abstimmen. Ein bisschen Gymnastik war gut. Meine Damen und Herren, ich stelle fest. Hallo. Ich stelle fest, dass die Tagesordnung für heute erschöpft ist. Wir treffen uns morgen früh, wie gehabt. Und jetzt tagt der ja. Hauptausschuss in 501a. Guten Abend, gute Nacht, auf Wiedersehen.